Stell dir vor, dass man eine krumme Nase hat. Ist ja dann nicht, ich habe stell dir vor gesagt. Vielleicht sind das für dich nur ein paar Wörter. Während das Selbstbewusstsein ein anderer zerstört, ja. Achtung, Meinung, Trends sind problematisch. Ich frag mich, seit wann Body-Shaming so gefragt ist. Es wird nicht besser, wenn's als dummer Trend getarnt ist. Wie wenig wir es hinterfragen, ist echt fraglich. Ich liebe deinen Style, scheiß auf den nächsten Liebescheiß. Solange ich unterhalten bleib, geb ich dir gerne noch ein Like. Erst denken, dann machen, nicht auf Kosten anderer lachen. Es ist wirklich nicht so schwer, wenn man nicht steckt erstmal. Er hat nur 10 von 10 und 69. Ist ja wohl klar, dass er dann nur 6 ist. Sie ist nur 9 von 10, doch ihre Brüste sind klein. Als würde dieser Scheiß von Bedeutung sein. Jeden Schein mitgemacht, denn sie haben Krieg gebracht. Doch irgendwie nicht dran gedacht, was ich mit anderen Menschen mache. Das ist nicht witzig, ich hab keinen Krieg kriegst. Guck mal, bitch, ich sag dich so wichtig. Stell dir vor, dass nicht jeder Typ ein Sixpack hat. Sieht er nicht, ich habe stell dir vor gesagt. Ach, wie lustig, hast du überhaupt mal nachgedacht. Bevor du diese kindischen Aussagen machst. Achtung, Meinung, es ist wirklich tragisch, was wir alles machen würden, nur für ein paar Klicks. Hab das Gefühl, dass unser Selbst vielleicht am Arsch ist. Und die Bedeutung von Respekt gar nicht so klar ist. Ich bin böse gemein, keiner braucht unsicher sein. Ist nur ein Trend und die 2 Millionen Klicks sind ganz nice. Schön, wie du versuchst, dass dein Gewissen verstummt. Wenigstens sind wir nicht böse, sondern einfach nur dumm. Erst nur 10 von 10 und 9, 16.